Herzlich willkommen bei Hole-in-One Fitting. Wir betreiben seit 12 Jahren ein Fittingstudio, sind mittlerweile das größte in Europa und machen täglich ganz, ganz viele Analysen mit ganz verschiedenen Arten von Golfspielern und Golfspielerinnen. Sehr häufig bekommen wir die Frage, wie denn genau ein Fitting abläuft oder sogar noch einen Schritt weiter zurück, was ist denn genau ein Fitting und was kann es mir vielleicht bringen? Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Fitting bedeutet eine Anpassung von Material an den Spieler. An den Spieler hinsichtlich seiner Anatomie, also seiner Körpergröße, seiner Beweglichkeit, seines Alters, seinen koordinativen Fähigkeiten und eine Anpassung an seine technischen Möglichkeiten. Ja, jeder hat ja irgendwo auch basierend auf seiner Zeit, auf seinem Körper und auf vielen weiteren Faktoren technische Möglichkeiten und auch technische Limitationen. Und man versucht, diesen Golfschläger möglichst ideal auf Technik und auch auf die Entwicklung des Spielers, also auf den Körper, anzugleichen. Wenn das gewährleistet ist, dann kann man immer sicher sein, dass der Schläger einen maximal unterstützt und das bestmöglichste Ballflugergebnis erreicht wird. Bei uns spielt es dabei überhaupt gar keine Rolle, in welchem Stadium seiner Golfkarriere man steckt. Sprich, wir führen Analysen mit Anfängern durch, wir führen Analysen mit ganz normalen Freizeitsportlern durch, als auch mit Spielern und Spielerinnen, die das Ganze professioneller betreiben. Auch der Zeitpunkt der Saison ist nicht ganz so wichtig, ob ich es am Anfang der Saison durchführe, in der Mitte der Saison oder am Ende, oder ich mich gerade in der Schwungumstellung bewege. Unsere Fitter sind alle so erfahren, dass sie diese Aspekte berücksichtigen können und wir trotzdem immer einen Mehrwert schaffen, indem wir einen Überblick über das eigene Back verschaffen und ja Potenziale als auch Schwächen herausstellen, um so das Golferleben ein wenig zu vereinfachen. Bei uns läuft ein Fitting folgendermaßen ab. Ihr sucht euch auf der Webseite einen passenden Termin raus. Der besteht hauptsächlich daran, dass ihr euch einen Zeitrahmen definiert. Es hängt immer davon ab, welche Schläge ihr euch konkret in eurem Bag ansehen möchtet. Wenn ihr eine Schlägerkategorie, beispielsweise die Eisen, wählt, dann müsst ihr immer so 1 bis 1,5 Stunden Zeit einplanen. Für eine zweite Kategorie ungefähr 1 Stunde extra und wenn ich mir mein ganzes Bag anschauen will, dann empfehlen wir ein 4-Stunden-Paket. Daran sieht man auch mal ganz gut, dass es nicht möglich ist, auf der Driving Range vielleicht in einer halben Stunde oder in 20 Minuten das perfekte Schlägerset zu finden. Man muss sich wirklich Zeit nehmen, man muss es professionell testen und mit sehr hochwertigen Analysegeräten untermalen und die Daten vergleichen, um nachher auch wirklich den perfekten Schläger zu finden. Hat man erstmal sein Paket gebucht und ist dann bei uns vor Ort, beschäftigt sich der Fitter erstmal mit eurem Fragebogen. Diesen bekommt ihr vor dem Fitting zugesendet und müsst uns Infos geben über eure Spielstärke, über eure Golferfahrungen, über eure körperlichen Defizite, vielleicht Verletzungen, die ihr in der Vergangenheit hattet, über euer eigenes Golfspiel, wo bestehen aus eurer Sicht Stärken und Schwächen, welche Schläger funktionieren vielleicht weniger aktuell, welche sind eure Lieblingsschläger, was sind Situationen auf dem Heimatplatz, mit denen ihr gut klarkommt, mit welchen ihr weniger klarkommt, sodass sich unsere Fitter einfach perfekt vorbereiten können. Diesen Fragebogen gleichen wir dann noch einmal zum Start des Fittings mit dem Spieler ab oder mit der Spielerin ab, um diesen oder diese auch besser kennenzulernen. Dann geht es im ersten Schritt um die Analyse des eigenen Bags. Sprich, wir schauen uns das eigene Bag, also die eigenen Eisen, die Hölzer, den Driver, den Putter, hinsichtlich aller relevanten Spezifikationen bei uns in der Werkstatt an. Also wir schauen, wie schwer ist der Schläger, wie lang ist der Schläger, was für Winkel habt ihr an eurem Schläger, wie gut passen die Schäfte im Einzelnen zum Spieler, aber wie gut ist auch das Set aufeinander abgestimmt. Also passen die Eisen beispielsweise zu den Wedges dazu. Wenn wir dann einen Überblick bekommen haben, dann kriegt ihr von uns eine Einschätzung, sind eure Schläger oder Bereiche von euren Schlägern, wenn wir uns mal auf die Eisen konzentrieren, sind die sehr passend, wenig passend oder vielleicht mit ein paar wenigen Anpassungen schon das perfekte Set für euch. Im zweiten Schritt müsst ihr dann mit euren Schlägern, die ihr untersuchen wollt, an unserer Leinwand am Launch Monitor Golfbälle schlagen. Dabei nehmen wir je nach Zeit in der Stunde ungefähr 50 bis 60 Schläge auf und gucken uns dann genau an, was für eine Ballgeschwindigkeit erzielt ihr, wie schnell bewegt ihr den Golfschläger, wie hoch fliegt der Ball nachher ab, was kreiert ihr für eine Spinrate, was für eine Schlagweite erreicht ihr, auf welche Flughöhe schafft ihr es zu schlagen und am Ende vor allem super wichtig, wie nah sind eure Treffer nachher beieinander im Umkreis, also wie gut ist die Längenkontrolle und wie gut ist die Richtungskontrolle. Wenn wir diese Daten dann in Verbindung setzen mit
den gemessenen Werten eurer Schläge. Also zum Beispiel sagen wir, der Eisensatz ist von der Länge her, von der Schaftlänge ein bisschen zu kurz und von den Beiflugdaten sehen wir einen Abflugwinkel, der zu flach ist. Dann muss der Fitter nachher eine Entscheidung treffen und sagen, lohnt es sich hier wirklich neues Material zu testen oder gehen wir her und führen Änderungen an eurem bestehenden Schläger durch. Also in diesem Fall zum Beispiel eine Lofterhöhung oder eine Verlängerung des zu kurzen Schaftes. Wenn man sich für ein Testing von neuen Materialien entscheidet, haben wir ganz, ganz viele verschiedene Köpfe als auch Schäfte, die wir miteinander in Sekundenschnelle kombinieren können und dann schauen, wie schneidet Variante A gegen B gegen C in einem Testing ab. Das Ganze wird immer entweder mit einem Foresight oder mit einem Trackman gemessen. Das sind die beiden Geräte, wo ich wirklich auf halbe Meter genau eine Länge aufzeichnen kann. Also alle Messwerte sind sehr, sehr exakt. Wenn ihr euch nachher hier für eine Variante entschieden habt und wir nachher herausgefunden haben, Schlägerkopf A funktioniert am besten mit Variante B vom Schaft, also zum Beispiel ein breiterer Schlägerkopf, geschmiedet aus einem weichen Material, kombiniert mit einem leichten Schaft auf einer bestimmten Länge, dann stellen wir diesen nochmal gegen euren eigenen Schläger, so dass euch nochmal klar ist, wie groß ist eigentlich der Unterschied nachher, nicht nur von den Daten, sondern auch vom Schlaggefühl. Abgerundet wird das Fitting dann mit einer Besprechung vom Design. Also es soll ja nachher so sein, dass euch der Schläger sowohl vom Schaft, als auch vom Griff, als auch vom Kopf gefällt. Und hier gibt es immer ein bisschen Spielraum mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Verzierungen nennen wir es. Einen Schaft kann man zum Beispiel lasern oder eine Gravur einbringen. Dann bekommt ihr von unserem Fitter eine Empfehlung zugesendet, indem ihr nochmal alle Spezifikationen aufgelistet bekommt, auch nochmal aufgezeigt bekommt, was sind nun die Erwartungen, die ihr haben dürft an das neue Golfschläger-Set und könnt euch dann entscheiden, ob ihr sagt, okay, ich möchte für neue Schläger plädieren oder eben die alten anpassen. Im Nachgang brauchen wir für eine Produktion von einem neuen Schlägerset immer je nach Jahreszeit um die 10 bis 20 Tage und versenden diese dann kostenfrei per DHL nach ganz Europa oder ihr könnt diese ganz entspannt bei uns abholen. Wichtig ist nach dem Fitting vor allem, dass der Schläger auch exakt so produziert wird oder montiert wird, wie wir das definiert haben. In unserem Fall haben wir eine hauseigene Werkstatt direkt bei uns im Fittingstudio, wo die Schläger auch exakt so gebaut werden können. Und das ist ja sehr, sehr einzigartig, weil im Normalfall wird eine Schlägerkonfiguration immer irgendwo nach Europa geschickt, wo ein Schlägerhersteller sein Headquarter hat. Dort wird der Schläger zusammengebaut, montiert, dann wieder an den Shop oder an den Fitter gesendet und dieser händigt diese dann an euch aus. Und ja, so kann man einfach sicherstellen, wenn man die Schläger selber von Hand zusammenbaut, dass nachher auch alles wirklich exakt so zusammenpasst wie getestet. Im letzten Schritt ist auch noch dieser Service im Nachgang, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich empfehle euch immer, euch einen Fitter zu suchen, der auch wirklich hier schnell reagieren kann, der auch Sachen schnell lösen kann. Wenn mein Schlägerkopf bricht oder auf einer Reise irgendwas passiert, dann ist es einfach wichtig, jemanden vor Ort zu haben, der euch schnell helfen kann, so dass euer Golfschläger nicht wochenlang irgendwo im Versand steckt oder nichts damit passiert. Also Empfehlung ganz klar, sucht euch jemanden mit viel Erfahrung, sucht euch jemanden, der markenunabhängig ist, also wo ihr viele verschiedene Sachen testen könnt und stellt auch sicher, dass wirklich mit professionellen Messgeräten beim Fitting gemessen wird, so dass die Daten auch wirklich verlässlich sind und besteht immer darauf, dass ihr am Ende auch wirklich eine konkrete Empfehlung mit allen Spezifikationen und euren Daten aus dem Fitting, also den Beiflugdaten, zugesendet bekommt. Und auch dieser Service, glaube ich, im Fitting kann man schon ganz gut abschätzen, wie gut ist es organisiert davor, wie gut ist es während dem Fitting und danach. Und dann auch, wie gesagt, hier dran denken, wenn ihr mal Probleme habt, egal ob es an euch liegt, ob es an dem Schläger liegt oder ob es mal irgendwo Qualitätsmängel gibt, immer angenehm hier jemanden zu haben, der sich hier schnell eurer annimmt und das Problem löst. We'll be right back.